Heute bei den UFO-Jägern. Das ist kein gewöhnliches Flugzeug. Es bewegt sich wahnsinnig schnell. Ein rätselhaftes Video eines unbekannten Flugobjekts führt Ryder, Ben und James in die Rocky Mountains von Colorado. Wir wissen, was wir damals gesehen haben. Etwas, das nicht von unserem Planeten kommt. Die Untersuchungen nehmen eine unheimliche Wende, als grausame Verstümmelungen von Tieren ins Spiel kommen. Sie beamen Tiere in ihr Raumschiff und benutzen sie für ihre Zwecke. Dann lassen sie sie über der Weide wieder fallen. Auf der Suche nach den Hintergründen hört das Team von einer Bedrohung, die nicht nur Tieren gilt. Ihre Augen waren blau, fast violett. Sondern auch Menschen. James, hörst du mich? Was ist los? Das glaube ich einfach nicht. Das ist kein irdisches Flugzeug. Habt ihr das gesehen? Oft steckt hinter UFOs eine gewöhnliche Erklärung, wenn man nur genau hinsieht. Zum ersten Mal glaube ich, dass es UFOs vielleicht doch gibt. Hier nach Beweisen zu suchen, ist das Größte für mich. Ein Traum. Oh mein Gott! Seht mal die Rocky Mountains. Beeindruckend. Echt toll. We're on our way to Salida, Colorado. Wir sind auf dem Weg nach Salida, Colorado, nördlich vom St. Louis Valley. In dieser Gegend gibt es seit vielen Jahren immer wieder UFO-Sichtungen. Eine Familie hat dort ein sehr überzeugendes UFO-Video aufgenommen. Schauen wir uns den Film von Tim Edwards an, der uns nach Colorado geführt hat. Hol das Fernglas. Es bewegt sich wahnsinnig schnell am Himmel. Man sieht so etwas wie Bälle, die um das Objekt herumfliegen. Sie reden auch davon. Siehst du, wie der Große da fliegt? Hast du das gesehen? Das Objekt in Tim Edwards' Video sieht aus wie ein Riss im Raum. Die Aufnahmen sind erstaunlich. Das Dach dient als Referenzpunkt. Für die Flugbahn müsste man auch die Bewegung der Kamera berücksichtigen. Welches Kleinflugzeug schafft 8 Kilometer in 2 Sekunden? Es ist ziemlich verwackelt. Irgendwas an dem Video stimmt nicht. In Bezug auf das Haus und die Kamerabewegung fliegt das Objekt nicht so, wie es fliegen sollte. Da ist was faul. Auch andere Leute im Ort wollen es gesehen haben. Als die Presse darüber berichtete, haben sich Zeugen aus 4 anderen Bundesstaaten gemeldet, die es zur selben Zeit bemerkt hatten. Es war nicht nur dieses Video, sondern eine Massensichtung in mehreren Bundesstaaten. Was ist es, wenn es kein UFO ist? Und woher kommt es, wenn es eins ist? Leider ist Tim Edwards mittlerweile tot. Wir haben seine Familie kontaktiert. Seine Tochter Brandy, die man im Video hört, war damals 6 Jahre alt. Sie und Tims Vater Bob wollen sich mit uns treffen. Hat Ihr Sohn Sie damals angerufen? Ja, Sie haben es eine Stunde lang beobachtet. Wie alt waren Sie damals? 6. Erinnern Sie sich noch gut? Ja. An dem Tag wollten wir zelten gehen. Ich sollte draußen nachschauen, ob es nach Regen aussieht. Als ich zum Himmel schaute, sah ich ein zigarrenförmiges Objekt. Ich holte meinen Dad. Es dauerte eine Weile, bis er es erkannte. Ein Raumschiff. Auf jeden Fall kein Flugzeug. Dann filmte er es. Es geht vor und zurück. Es sah so aus, als würde es vor und zurück fliegen und dabei wachsen. Siehst du das? Unglaublich. Es flog hin und her. Aus dem Inneren kamen Bälle.
Es scheint von einem Ball umkreist zu werden. Welches Kleinflugzeug schafft 8 Kilometer in 2 Sekunden? Es war schnell wie ein Blitz, als wäre es gleichzeitig hier und da. Verschwand es zwischendurch oder bewegte es sich? Es war gleichzeitig an mehreren Orten. Es bewegt sich wahnsinnig schnell. Tageslichtaufnahmen von UFOs sind selten. Außerdem waren gleichzeitig mehrere Augenzeugen vor Ort. Unterscheiden sich Ihre Erinnerungen irgendwie? Wir wissen, was wir damals gesehen haben. Etwas, das nicht von unserem Planeten kommt. Wir kommen in Frieden. Es hat sich rumgesprochen, dass wir hier UFO-Recherchen anstellen. Viele wollen uns ihre Version erzählen. Es war groß wie ein Hotel. Riesig. Es war so groß wie mehrere Schulbusse. Wenn ich jetzt nachts in den Himmel schaue, ist nichts mehr wie vorher. Das Foto ist unglaublich. Hat sich das Objekt bewegt? Ja, es ist ungefähr 150 Kilometer geflogen. Als ich wieder hinschaute, waren es 3. Hier sind merkwürdige Dinge passiert. Durch die Gespräche mit den Edwards und anderen Augenzeugen fanden wir heraus, wo die jüngsten Sichtungen waren. Darauf konzentrieren wir uns jetzt. Wir fahren nach Westen, in die Berge. Von dort kann man die Gegend besser überblicken. Das Gebiet ist schwer zugänglich, deshalb habe ich ein anderes Transportmittel organisiert. Von hier aus müssen wir laufen. Das ist ziemlich ungewohnt. Wir lassen dich nicht im Stich. Ich hasse Schneeschuhe. Wir nähern uns dem Ort der Sichtungen. Wir schlagen hier unser Basislager auf. Hoffentlich kriegen wir auch was zu sehen. Wir trennen uns, um ein größeres Gebiet abzudecken. Mit dem Teleskop kann Ben den ganzen südlichen Teil des Tals beobachten. James und ich haben eine Infrarotkamera und eine Wärmebildkamera. Von einem Aussichtspunkt in der Nähe überwachen wir damit den nördlichen Teil. Die Farben zeigen, wie kalt es ist. Hier unten sind es nur minus 13 Grad. Mal sehen, wie kalt du bist. Du siehst echt gruselig aus. Die Wärmebildkamera macht dich 100 Jahre älter. Hey, sollte das hier übel enden, würde ich Ben essen und nicht dich. Ben an Ryder und James. Was gibt's? Ich sehe hier eine reguläre Flugroute von Westen nach Osten. Über deiner rechten Schulter und hier drüben sieht man was. Aber die Augenzeugen haben riesige Himmelskörper beschrieben, nicht die normalen Flugzeuge, die wir hier gerade sehen. Ich nehme lieber wieder das Stativ, damit wir ein besseres Bild kriegen. Ich schau mal, was Ben macht. Okay. Oh Mann. Wo sind jetzt diese Lichter, von denen alle reden? Hey James, ich kalibriere gerade das Teleskop.
Schau mal, der Mond kommt hinter den Bäumen vor. Es ist windig, die Luft bewegt sich. Sieht echt unwirklich aus. Cool. That's cool. Was war das? Ryder an Ben und James? Ryder, this is Ben. Ryder, hier ist Ben. Ich hatte die Kamera nach oben gerichtet, zu den Sternen. Etwas weiter unten blitzte ein weißes Licht auf und war sofort wieder weg. In welcher Richtung? In Richtung Gürtel des Orion. Verstanden. Siehst du was? Nichts Besonderes. Ich sehe nur den Mond. Dadurch verblasst alles andere. Mal sehen. Wir suchten den Himmel ab, doch das Licht zeigte sich nicht wieder. Ich weiß, dass ich da irgendwas gesehen habe. Nur schade, dass der Mond zu hell war, um es genau zu erkennen. Unser nächstes Ziel ist ein wahres Epizentrum der außerirdischen Phänomene. In Colorado sind Viehverstümmelungen ein großes Thema. Wir sollten herausfinden, wieso man sie mit UFOs in Verbindung bringt. James, ich weiß, wie empfindlich du bist. Seht euch das an. Wie lange war die Kuh denn? Der ganze Kiefer ist aufgeschnitten. Am Tatort gibt es sicher Spuren. Die angeblichen Verstümmelungen könnten auch durch Raubtiere, Krankheiten oder Verwesung entstanden sein. Ich bin gespannt, was die Bauern dazu sagen. Bei zwei Bauern gab es hier in letzter Zeit Viehverstümmelungen. Hier ist Endstation. Viel Glück. Danke fürs Fahren. Vielleicht holen wir dich sogar wieder ab. Viel Glück. Bis dann. Ein Forscher verschwindet in der Wildnis. Ich bewundere seinen Mut. Ben McGee, freut mich. Tom Miller. Eines Ihrer Rinder wurde verstümmelt? Ja, vor 4 Monaten. Ich war hier draußen, da rief mich ein Nachbar an und sagte, ich glaube, ich habe an der Straße eine tote Kuh gesehen. Ich bin mit dem Pickup hingefahren. Da lag wirklich eine tote Kuh. Ich habe sie untersucht. Die Augen waren weg. Die Zunge auch. Haben Sie sowas schon mal erlebt? Sogar schon mehrere Male. Wirklich? Ohne Augen und Zunge, mit seltsamen Löchern im Körper? Ja, zum ersten Mal vor etwa 10 Jahren. Dann nochmal vor 2 Jahren und jetzt vor 4 Monaten. Ist das die Kuh? Ja, die Überreste vom Fell und den Knochen. Das überrascht mich jetzt. Ich füttere meine Rinder jeden Morgen. Sie waren alle gesund und auf einmal ist eins tot. Können Sie mir zeigen, wie sie da lag? In welche Richtung zeigten die Beine? Der Kopf zeigte nach da und die Beine nach Norden. Die Augen waren weg. Es war kein Blut zu sehen. Kein Blut und auch keine Spuren. Es sah aus, als hätte jemand sie hier fallen lassen. Sie meinen also, dass sie woanders gestorben ist? Genau.
Auf den ersten Blick sehe ich nichts Verdächtiges, aber ich werde die Proben chemisch und radiologisch auf Anomalien testen. Wie geht's? James und ich treffen den Landwirt Mike Durant. Auf seiner Farm soll es mehrere Viehverstümmelungen gegeben haben, die letzte erst vor wenigen Jahren. Wo war der letzte Vorfall? Direkt hier unten bei den Bäumen. Als ich die Rinder morgens füttern wollte, fehlte eins. Ich stieg dort hoch, um mich überall umzuschauen. Von dem Hügel aus sieht man nämlich die ganze Weide. Ich entdeckte die Kuh unten am Fluss. Hier lag die Kuh. Als ich sie fand, sah es erst so aus, als wäre sie hier runtergekommen, um was zu trinken, und als wäre sie dann einfach gestürzt und verendet. Aber dann sah ich, dass ihr Euter und ihre Genitalien entfernt worden waren. Obwohl der Boden schlammig war, gab es keine Spuren. Und Sie glauben, dass Außerirdische hinter den Verstümmelungen stecken? Ja. Sie beamen Tiere in ihr Raumschiff und benutzen sie für ihre Zwecke. Dann lassen sie sie über der Weide wieder fallen. Deshalb gibt es auch keine Spuren. Sie haben erzählt, dass es vor diesen Verstümmelungen oft auch UFO-Sichtungen gibt. Ja, kurz davor sah ich ein helles Licht am Himmel. Es flog vorüber und verschwand dann. Was war daran anders als bei einem Flugzeug? Es gab keine blinkenden Lichter, keinen Kondensstreifen. Es war ein weißes, schimmerndes Licht. Wo wir gerade davon sprechen, Montagnacht haben wir es wieder gesehen. Es gab diese Woche eine Sichtung? Ja. Es könnte also neue Verstümmelungen geben. Könnte sein. Nach solchen Sichtungen passiert oft was. Mike Durant erzählte von Lichtstrahlen, die Rinder in UFOs beamen. Ich weiß zwar nicht, ob Außerirdische im Spiel sind, aber wir wollen herausfinden, ob es eine Verbindung zwischen den Verstümmelungen und UFOs gibt. Dazu wenden wir uns an den Ermittler Chuck Sukowski, der die Verstümmelungen untersucht. In den letzten 10 Jahren gab es hier 3 Fälle. Darf ich Sie was fragen? Gibt es irgendwelche Beweise dafür, dass die Tiere nicht auf natürliche Art gestorben sind? Die Tiere wurden tot aufgefunden und es war kein Blut zu sehen. Es gab auch keine menschlichen Spuren in der Umgebung. Weder Fußspuren noch Reifenspuren. Dabei braucht man wirklich schweres Gerät, um so ein Tier zu transportieren. Aber es gab keine Spuren. Nach welchen Indizien sollten wir Ihrer Meinung nach suchen? Man sollte natürlich Proben nehmen. Anhand eines Querschnitts kann man im Labor feststellen, was für ein Schneidwerkzeug verwendet wurde. Und falls einem das nicht auf den Magen schlägt, sollte man sich die Eingeweide anschauen. Auch die Hufe sind wichtig. Weil sie so seitlich da liegen, kann man am Boden ablesen, ob das Tier noch gestrampelt hat. Aber man sollte vorsichtig sein. Das kann ich nicht oft genug sagen. Wer weiß, woran das Tier gestorben ist. Es könnte ja eine Krankheit gehabt haben. Deshalb gibt es auch nur wenige Ermittler, die solche Fälle übernehmen. Auf der einen Seite, weil die Todesursache unklar ist, auf der anderen Seite, weil es stinkt. Gehen wir zum Wagen. Ich habe Material von früheren Verstümmelungsfällen dabei. Haben Sie ein paar Handschuhe? Super, genau richtig. Ist da auch Ihr Mittagessen drin? Schon lange nicht mehr. Wie alt sind die Proben? Vom August 2011. Gar nicht so alt. Ich nehme eine dreieckige Probe, um den Einschnitt zu untersuchen.
Unter dem Mikroskop kann man erkennen, ob die Haut mit einem Laser oder mit einem anderen medizinischen Instrument zerschnitten wurde. Ich zeige euch ein paar Fotos. Das war der Fall Durant. Hier sieht man, wie die Kuh aufgefunden wurde. Oh Gott. Es war problematisch, weil sie halb im Wasser lag. Echt unheimlich. Seht ihr diese ovale Mulde hier? Sieht aus wie plattgetrampelt. Nein. Naja, das dachte ich auch erst. Aber wenn man genau hinsieht, ist es einfach nur flach gedrückt. Diese Kuh hatte ein Loch im Kopf. Und das Auge fehlt auch? Genau. Als Naturwissenschaftler interessieren mich Dinge wie Mikrometeoriten und Hämatit. Haben Sie die elektromagnetischen Felder gemessen? Es gab da diesen besonderen Fall bei den Aarons. Als ich das Magnetfeld um dieses riesige Loch im Kopf messen wollte, schlug das Messgerät wie wild aus. Das Magnetfeld war doppelt so stark wie das der Erde. Das deutet normalerweise auf ein elektrisches Gerät hin, das in irgendeiner Form Energie abgibt. Wir haben beschlossen, gemeinsam mit Chuck weiter zu ermitteln. James, hilfst du mir mal? Wir suchen nach einem frischen Kadaver. Nur so können wir herausfinden, ob UFOs etwas mit den Verstümmelungen zu tun haben. Du willst eine verstümmelte Kuh finden? Ja, unbedingt. Okay, Ryder. Ich scanne die Gegend nach Spuren einer verstümmelten Kuh. Das ist ein echt praktischer Einsatzbereich für die Wärmebildkamera. Nichts zu sehen. Wenn wir tatsächlich einen Kadaver finden, hat die Kälte ihn zumindest konserviert. Aber die Kälte zerstört ihn auch. Es kommt zu Erfrierungen. Wenn die Zellen gefrieren und bersten, kommt die Chemie durcheinander. Es ist ein schmaler Grat. An solchen Orten weiß man nie, was einen erwartet. Pass auf, hier ist es rutschig. Mike Durant hat erzählt, dass man diese Gegend Alienfeld nennt. Woher kommt das? Hier wurde 2009 eine verstümmelte Kuh gefunden. Was gibt's hier für Raubtiere? Bären. Haben Sie deshalb eine Waffe? Ja, ich gehe nie unvorbereitet in solche Gegenden. Man sieht ja nicht mal 10 Meter weit. Sie machen keine halben Sachen. Wir müssen uns vor Pumas in Acht nehmen. Heute wurde einer gesehen, ganz in der Nähe. Wirklich? Ja, wir gehen jetzt runter zum Fluss. Dort liegen sie oft auf der Lauer und erlegen ihre Beute. Gehen wir hier lang. So Mist. Oh Mann. So ein Pech. Was ist? Ich habe was gehört. Wir müssen einen anderen Weg finden.
Hier wurde die verstümmelte Kuh gefunden. Wenn sie hier oben gestorben und dann runtergerollt wäre, hätte man irgendwelche Spuren davon sehen müssen. Aber es gab keine Schleifspuren. Nichts deutete darauf hin, dass sie hier runtergerutscht ist. Sie ist gestorben, ohne sich dabei zu bewegen. Sie lag einfach halb im Fluss und halb hier am Ufer. Und das Blut? Gute Frage. Es war nichts zu sehen, als ob jemand die Kuh dorthin geworfen hätte. Sie waren der erste Ermittler vor Ort? Ja. Wussten Sie sofort, was los war? Ja. Als ich dieses Gemetzel sah, diese Schnittwunden, wusste ich sofort, dass das kein normales Raubtier war. Oh Gott. Was? Vier Augenpaare, da bei den Bäumen. Ich sehe nichts. Die Infrarotkamera spinnt. Gerade jetzt? Ich kann nichts dafür. Alle Menüs öffnen sich. Sie wandern höher. Ich kann nichts tun. Oh Gott. Eins, zwei, drei, vier Augenpaare. Was siehst du? Sag schon. Oh yeah, those are cows. Das sind Kühe. Zum Glück sind es nur Kühe. The good news is, aber wo Kühe sind, sind vielleicht auch verstümmelte Kühe. I'm gonna move closer to the cattle. Ich gehe näher ran, um es herauszufinden. Oh, ach du Scheiße. Was ist? Jesus, sieh dir das an. Oh my God. Oh Gott. Das sind riesige Katzenspuren. Siehst du diese Krallen? Sie wiegt sicher 70 Kilo. Oh my God, look at it. Oh Gott, wieso ist die Spur so warm? Weil sie noch frisch ist. Es sind zwei verschiedene Größen. Look at that. Du hast recht. Eine kleine und eine große. Ja. Das bedeutet das Allerschlimmste. Eine Mutter mit ihren Jungen. Sie gehen hier die Straße rauf und runter. Wir sind hier nicht sicher. Siehst du das Gebüsch? Da könnten sie uns auflauern. Sie haben da überall Deckung. Da ist ein Pfad. Der führt da rein. Ich stelle mich lieber neben einen Vulkan, als mich hier fressen zu lassen. Ich sammle ja gern Beweise, aber nicht um jeden Preis. Sag James Bescheid. Er ist am Fluss. Ryder an James. Was gibt's? Wir haben hier eine frische Puma-Fährte gefunden. Der Puma weiß sicher schon, wo ihr seid. Das ist nicht lustig. Außerdem bist du ja auch hier am Fluss. Ja, aber Chuck ist bewaffnet. Ich habe was aufblitzen sehen. Hast du das gehört? Ja. Sie kommen direkt auf uns zu. Ryder, bitte komm. Chuck will dir was sagen. Nicht wegrennen. Zieht euch langsam zurück, dann tun sie euch nichts. Great. Okay, lass uns hier abhauen. Die Pumas waren viel zu gefährlich. Wir mussten die Suche abbrechen. Manche Einwohner von Colorado glauben, dass UFOs hier nicht nur Vieh, sondern auch Menschen entführen. Wir treffen uns mit einem Mann, der behauptet, schon mehrmals von Aliens entführt worden zu sein. Angeblich konnte er einen der Entführer sogar filmen. Stan Romanek sagt, dass er dieses Video in seinem Haus aufgenommen hat. Er und auch andere halten das Wesen vor seinem Fenster für einen Außerirdischen. Am Boden. Er hat ein Alien gefilmt? Er behauptet es zumindest.
Macht er Geld mit dem Video? Nein. Er hat also kein finanzielles Motiv? Nein. So ein Video ist teuer und aufwendig. Als ich den Film sah, dachte ich, für wie blöd haltet ihr mich? Doch ich bin bereit, mehr zu hören. Ich will es nicht gleich als Unsinn abtun. Ich will ja nicht sagen, dass es wirklich ein Außerirdischer ist, aber es ist auf jeden Fall keine Maske. Es wirkt nicht wie eine Computeranimation, aber es könnte jemand sein, der eine Maske trägt. Es blinzelt aber. Ich finde, das Alien-Video sieht aus, als hätte jemand eine Maske hochgehalten und dann wieder runtergenommen. Angeblich blinzelt es ja, aber es ist schwer zu erkennen, weil die Qualität so schlecht ist. Und das Blinzeln könnte man genauso gut mit den Händen hinkriegen. Stan ist davon überzeugt, dass er schon mehrere UFOs gesehen hat. Er behauptet sogar, dass Außerirdische schon mehrfach in sein Haus kamen, um ihn zu entführen. Er hat sie auch gezeichnet. Ich finde den Fall sehr interessant. Es lohnt sich, ihn zu untersuchen. Bevor ich Stan treffe und mir seine Version anhören kann, will ich keine voreiligen Schlüsse ziehen. Früher war ich immer skeptisch. Jetzt bin ich auf einmal ein Paradebeispiel für merkwürdige Vorfälle. Ich würde gerne mehr über das Beweismaterial und Ihre Begegnungen mit Aliens hören. Okay. An einem wunderschönen Wintertag ging ich um 11 ins Bett. Ich stand wieder auf und ging zur Tür. Draußen standen drei Wesen, ein weibliches und zwei männliche. Sie hatten riesige, schräg stehende und mandelförmige Augen. Sie waren blau, fast violett. Das weibliche Wesen fasste nach meinem Arm. Ich spürte einen unerträglichen Schmerz im unteren Rücken. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, hielt ich es für einen Albtraum. Doch dann spürte ich Löcher an meinem Rücken. Sind das die Fotos davon? Das ist ein Foto von seinem Rücken. Krass. Ich hatte nicht nur Löcher im Rücken. Die Haare rund um meine Handgelenke waren abgeschürft und ich hatte einige Wunden. Ich bin total durchgedreht. Ich habe geschrien und gezittert. Haben Sie gefragt, warum ich? Was wollt ihr von mir? Konnten Sie solche Fragen stellen? Ich glaube, das Warum ist Ihnen egal. Haben Sie deshalb Kameras aufgestellt? Es passierten immer wieder merkwürdige Dinge. Vor allem am 17. Juli 2003. Seine Netzhaut spiegelt das Infrarot wider. Schaut euch das Vieh an. Es blinzelt und beobachtet den Raum. Komisch, wie es nach unten verschwindet. Es sah mich kommen und duckte sich. Und dann? Ich holte meine Frau, weil es wegrannte. Wo ist es hingerannt? Über den Hinterhof. Irgendwas Merkwürdiges geht in Stan Romaneks Haus vor. Entweder ist das Ganze ein Schwindel oder er wird tatsächlich von Aliens besucht. Ich habe den Verdacht, dass das alles gestellt ist. Trotzdem werden wir versuchen, Beweise für Stans Behauptungen zu finden. Wir haben mehrere Kameras aufgestellt. Die wichtigste filmt den Blick aus dem Fenster, eine andere das Gartentor. Stan will alles tun, um für einen Besuch zu sorgen. Mal sehen, was passiert.
Viel Glück. Bis später. Weil wir nicht alles mit Kameras überwachen können, trennen wir uns. Ben macht im Norden einen Strahlentest. Stan und ich gehen nach Süden, wo der letzte Kontakt stattfand. Alles klar? Ja, ich hoffe, wir finden was. Ich auch. Ja, me too. Viele glauben, dass man sowas nur in verlassenen Gegenden sieht. Aber es kann überall passieren. Just under 15 microamps per hour. Knapp 15 Mikroröntgen pro Stunde. Das kann von einem Kernkraftwerk oder einem Neutronenpuls kommen. Ich rechne nicht damit, etwas Ungewöhnliches zu finden. Ich bezweifle, dass im Haus wirklich irgendwas passiert ist. Stan, schau mal. Was ist das? Sicher kein Flugzeug. Was soll es denn sonst sein? Es ist zu groß und scheibenförmig. Ryder, hier ist James. Ja, copy that. Hast du was gesehen? Ja, jetzt passiert es wieder. Die Kamera, die nach Süden zeigt, flimmert. Dort hat Angela vor 4 Monaten ein Wesen gesichtet. Jetzt flackert das Bild und verschwindet immer wieder. So fängt es immer an. Stan sagt, dass es so anfängt. Das passiert immer, wenn sie kommen. Sie beeinflussen den Strom und alle elektrischen Geräte. Das ist angeblich typisch. Wenn sie kommen, wirkt sich das auf alle elektronischen Geräte aus. Okay, everyone. Alle in Alarmbereitschaft. Stan hat sowas schon oft erlebt. Er glaubt, dass sie hier sind. Verstanden. James und Ben, bitte kommen. That's where Stan thinks all the action is. Stan denkt, dass das Sternbild des Orion bewohnt ist. Sure would be nice if one of these. Es wäre schon cool, wenn eines dieser Viecher auftauchen würde. Well, first contact. Der erste Kontakt. Zumindest ist die Strahlung auf einem normalen Niveau. Ist da gerade eine Straßenlaterne ausgegangen? James und Ryder, bitte komm. Was gibt's? Ben ist nicht erreichbar. Wenn du in 5 Minuten nichts von ihm hörst, gehen wir ihn suchen. Wo ist Ben? Er ist in die andere Richtung gegangen. Ryder, bitte komm. Was gibt's? Ihr habt das Gartentor doch weit offen gelassen, oder? Jetzt ist es zu. Wer war das? Wir waren es nicht. Notier die Timecodes, damit wir es nachher analysieren können. Und nimm auf jeden Fall weiter auf.
Das glaube ich einfach nicht. Das darf nicht wahr sein. Ryder? Ryder! Ryder! Was gibt's? Ich glaube, jemand will mich verarschen. Was ist denn da los bei dir? Gehen wir lieber zurück. James, bitte komm. James? James, James. James, hörst du mich? Was ist los, James? Verdammt, da stand eben ein Alien vorm Fenster. Vor einer Sekunde. Es muss draußen im Garten sein. Ich glaub's nicht, echt? Are you sure? Bist du dir absolut sicher? Todsicher. War es vielleicht eine Katze? Hat der Wind was vorbeigeweht? Ryder, ich weiß, was ich gesehen habe. Einige fragen sich vielleicht, was ich hier mache. Das Ziel ist nicht, James zu erschrecken oder mich über Stan lustig zu machen. Ich will nur testen, wie eine Maske im Video aussieht. On camera. Ganz ruhig, ich war's. Oh Mann. Ich habe dich bis draußen schreien gehört. Echt? Ja. Ich dachte, ich hätte einen Alien gesehen. Ich war mir aber nicht ganz sicher. Deshalb habe ich dich hergerufen. Wir sind beide Skeptiker. Du vielleicht etwas weniger als ich. Aber in einer Situation wie dieser hat man nicht viel Zeit zum Überlegen. Die Maske hat gereicht, um dich zu schockieren. Mal ehrlich, du siehst echt aus wie ein Alien. Auf den ersten Blick sah Bens kleiner Test so aus wie die Figur in Stans Video. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Als wir aus der Umgebung von Salida zurückkamen, sichteten wir unser Beweismaterial. Schauen wir uns das Material aus Colorado an. So, guys. Ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit UFOs und ich habe nie ein besseres Video gesehen. Es sieht nicht aus wie ein festes Objekt. Irgendwas stört dich daran. Was ist es? Diese Punkte scheinen sich von links nach rechts zu bewegen. Aber wenn man einen davon fixiert, bewegt sich eher dieses Ding darüber. Es wackelt mit der Kamera, während das Haus stillsteht. Es sieht fast lebendig aus. Das UFO-Video von Tim Edwards ist einmalig. Ich bin fest davon überzeugt, dass es sich um ein echtes UFO über Salida handelt. Was ist mit den Knochen und Bodenproben, die du gesammelt hast? Nichts deutet auf außerirdische Aktivitäten hin. Die Bauern haben gesagt, dass weder Fußspuren noch Blut zu sehen war. Das ist doch seltsam. Bei diesem Thema werden oft voreilige Schlüsse gezogen. Die angeblichen Verstümmelungen könnten auch durch Raubtiere oder unbekannte Krankheiten entstanden sein. Ihr seid sicher schon gespannt. Schauen wir uns den Vergleich der beiden Alien-Videos von Stan und Ben an. Oh mein Gott! Ich sehe keinen großen Unterschied. Aber hier bewegen sich die Augen. Es ist mit Sicherheit ein physisches Objekt, aber wir können nicht ausschließen, dass es eine Maske ist. Das ist viel wahrscheinlicher als interstellare Reisen. Das wirft Fragen auf. Wir konnten jedenfalls nicht hundertprozentig beweisen, dass es eine Maske ist. Im Gegensatz zu vielen anderen glaube ich nicht, dass es eine Maske ist. Bei einer Maske wären die Augen nicht so lebendig. Viele meiner Fragen wurden in Colorado nicht beantwortet. I
stocking areas where other animals go to feed. Gehen wir hier lang. So Mist. Oh, man. Oh, Mann. So ein Pech. Was ist? Ich habe was gehört. Wir müssen einen anderen Weg finden. This should be the area where the mutilation happened. Hier wurde die verstümmelte Kuh gefunden. Wenn sie hier oben gestorben und dann runtergerollt wäre, hätte man irgendwelche Spuren davon sehen müssen. Aber es gab keine Schleifspuren. Nichts deutete darauf hin, dass sie hier runtergerutscht ist. Sie ist gestorben, ohne sich dabei zu bewegen. Sie lag einfach halb im Fluss und halb hier am Ufer. Und das Blut? Gute Frage. Es war nichts zu sehen, als ob jemand die Kuh dorthin geworfen hätte. Sie waren der erste Ermittler vor Ort? Ja. Wussten Sie sofort, was los war? Ja, als ich dieses Gemetzel sah, diese Schnittwunden, wusste ich sofort, dass das kein normales Raubtier war. Oh Gott. Was? Vier Augenpaare, da bei den Bäumen. Ich sehe nichts, die Infrarotkamera spinnt. Gerade jetzt? Ich kann nichts dafür, alle Menüs öffnen sich. Sie wandern höher. Ich kann nichts tun. Oh Gott. Eins, zwei, drei, vier Augenpaare. Was siehst du? Sag schon. Oh yeah, those are cows. Das sind Kühe. Zum Glück sind es nur Kühe. The good news is, aber wo Kühe sind, sind vielleicht auch verstümmelte Kühe. Super, genau richtig. Ist da auch Ihr Mittagessen drin? No. Schon lange nicht mehr. Wie alt sind die Proben? Vom August 2011. Go ahead. You've got the gloves on. Gar nicht so alt. Ich nehme eine dreieckige Probe, um den Einschnitt zu untersuchen. Unter dem Mikroskop kann man erkennen, ob die Haut mit einem Laser oder mit einem anderen medizinischen Instrument zerschnitten wurde. Ich zeige euch ein paar Fotos. Das war der Fall Durant. Hier sieht man, wie die Kuh aufgefunden wurde. Oh Gott. Es war problematisch, weil sie halb im Wasser lag. Echt unheimlich. Seht ihr diese ovale Mulde hier? Sieht aus wie plattgetrampelt. Nein. Naja, das dachte ich auch erst. Aber wenn man genau hinsieht, ist es einfach nur flach gedrückt. Diese Kuh hatte ein Loch im Kopf. Und das Auge fehlt auch? Genau. Als Naturwissenschaftler interessieren mich Dinge wie Mikrometeoriten und Hämatit. Haben Sie die elektromagnetischen Felder gemessen? Es gab da diesen besonderen Fall bei den Aarons. Als ich das Magnetfeld um dieses riesige Loch im Kopf messen wollte, schlug das Messgerät wie wild aus. Das Magnetfeld war doppelt so stark wie das der Erde. Das deutet normalerweise auf ein elektrisches Gerät hin, das in irgendeiner Form Energie abgibt.
Wir haben beschlossen, gemeinsam mit Chuck weiter zu ermitteln. James, hilfst du mir mal? Wir suchen nach einem frischen Kadaver. Nur so können wir herausfinden, ob UFOs etwas mit den Verstümmelungen zu tun haben. Du willst eine verstümmelte Kuh finden? Ja, unbedingt. Okay, Ryder. Ich scanne die Gegend nach Spuren einer verstümmelten Kuh. Das ist ein echt praktischer Einsatzbereich für die Wärmebildkamera. Nichts zu sehen. Wenn wir tatsächlich einen Kadaver finden, hat die Kälte... Schau mal, der Mond kommt hinter den Bäumen vor. Es ist windig, die Luft bewegt sich. Sieht echt unwirklich aus. Cool. Was war das? Ryder an Ben und James? Ryder, hier ist Ben. Ich hatte die Kamera nach oben gerichtet, zu den Sternen. Etwas weiter unten blitzte ein weißes Licht auf und war sofort wieder weg. In welcher Richtung? In Richtung Gürtel des Orion. Verstanden. Siehst du was? Nichts Besonderes. Ich sehe nur den Mond. Dadurch verblasst alles andere. Mal sehen. Wir suchten den Himmel ab, doch das Licht zeigte sich nicht wieder. Ich weiß, dass ich da irgendwas gesehen habe. Nur schade, dass der Mond zu hell war, um es genau zu erkennen. Unser nächstes Ziel ist ein wahres Epizentrum der außerirdischen Phänomene. In Colorado sind Viehverstümmelungen ein großes Thema. Wir sollten herausfinden, wieso man sie mit UFOs in Verbindung bringt. James, ich weiß, wie empfindlich du bist. Seht euch das an. Wie lange war die Kuh denn? Der ganze Kiefer ist aufgeschnitten. Am Tatort gibt es sicher Spuren. Die angeblichen Verstümmelungen könnten auch durch Raubtiere, Krankheiten oder Verwesung entstanden sein. Ich bin gespannt, was die Bauern dazu sagen. Bei zwei Bauern gab es hier in letzter Zeit Viehverstümmelungen. Hier ist Endstation. Viel Glück. Danke fürs Fahren. Vielleicht holen wir dich sogar wieder ab. Viel Glück. Bis dann. Das ist ein echt praktischer Einsatzbereich für die Wärmebildkamera. Nichts zu sehen. Wenn wir tatsächlich einen Kadaver finden, hat die Kälte ihn zumindest konserviert. Aber die Kälte zerstört ihn auch. Es kommt zu Erfrierungen. Wenn die Zellen gefrieren und bersten, kommt die Chemie durcheinander. Es ist ein schmaler Grat. An solchen Orten weiß man nie, was einen erwartet. Pass auf, hier ist es rutschig.
Mike Durant hat erzählt, dass man diese Gegend Alienfeld nennt. Woher kommt das? Hier wurde 2009 eine verstümmelte Kuh gefunden. Was gibt's hier für Raubtiere? Bären. Haben Sie deshalb eine Waffe? Ja, ich gehe nie unvorbereitet in solche Gegenden. Man sieht ja nicht mal 10 Meter weit. Sie machen keine halben Sachen. Wir müssen uns vor Pumas in Acht nehmen. Heute wurde einer gesehen, ganz in der Nähe. Wirklich? Ja. Wir gehen jetzt runter zum Fluss. Dort liegen sie oft auf der Lauer und erlegen ihre Beute. Let's go this way. Gehen wir hier lang. So Mist. Oh, man. Oh, Mann. It's always... So ein Pech. Was ist? Ich habe was gehört. Wir müssen einen anderen Weg finden. Hier wurde die verstümmelte Kuh gefunden. Wenn sie hier oben gestorben und dann runtergerollt wäre, hätte man irgendwelche Spuren davon sehen müssen. Aber es gab keine Schleifspuren. Mikroröntgen pro Stunde. Das kann von einem Kernkraftwerk oder einem Neutronenpuls kommen. Ich rechne nicht damit, etwas Ungewöhnliches zu finden. Ich bezweifle, dass im Haus wirklich irgendwas passiert ist. Stan, schau mal. Was ist das? Sicher kein Flugzeug. Was soll es denn sonst sein? Es ist zu groß und scheibenförmig. Hey, Ryder, hier ist James. Ja, Kapitän. Hast du was gesehen? Ja, jetzt passiert es wieder. Die Kamera, die nach Süden zeigt, flimmert. Dort hat Angela vor 4 Monaten ein Wesen gesichtet. Jetzt flackert das Bild und verschwindet immer wieder. So fängt es immer an. Stan sagt, dass es so anfängt. Das passiert immer, wenn sie kommen. Sie beeinflussen den Strom und alle elektrischen Geräte. Das ist angeblich typisch. Wenn sie kommen, wirkt sich das auf alle elektronischen Geräte aus. Okay, everyone. Alle in Alarmbereitschaft. Stan hat sowas schon oft erlebt. Er glaubt, dass sie hier sind. Verstanden. James und Ben, bitte kommen. That's where Stan thinks all the action is. Stan denkt, dass das Sternbild des Orion bewohnt ist. Sure be nice if one of these. Es wäre schon cool, wenn eines dieser Viecher auftauchen würde. Well, first contact. Der erste Kontakt. Zumindest ist die Strahlung auf einem normalen Niveau. Ist da gerade eine Straßenlaterne ausgegangen? James und Ryder, bitte kommen.
Go ahead, James. Was gibt's? Dan ist nicht erreichbar. If it keeps up, wenn du in fünf... Ein paar Handschuhe. Super, genau richtig. Ist da auch ihr Mittagessen drin? No. Schon lange nicht mehr. Wie alt sind die Proben? Vom August 2011. Gar nicht so alt. Ich nehme eine dreieckige Probe, um den Einschnitt zu untersuchen. Unter dem Mikroskop kann man erkennen, ob die Haut mit einem Laser oder mit einem anderen medizinischen Instrument zerschnitten wurde. Ich zeige euch ein paar Fotos. Das war der Fall Durant. Hier sieht man, wie die Kuh aufgefunden wurde. Oh Gott. Es war problematisch, weil sie halb im Wasser lag. Echt unheimlich. Seht ihr diese ovale Mulde hier? Sieht aus wie plattgetrampelt. Nein. Naja, das dachte ich auch erst. Aber wenn man genau hinsieht, ist es einfach nur flach gedrückt. Diese Kuh hatte ein Loch im Kopf. Und das Auge fehlt auch? Genau. Als Naturwissenschaftler interessieren mich Dinge wie Mikrometeoriten und Hämatit. Haben Sie die elektromagnetischen Felder gemessen? Es gab da diesen besonderen Fall bei den Aarons. Als ich das Magnetfeld um dieses riesige Loch im Kopf messen wollte, schlug das Messgerät wie wild aus. Das Magnetfeld war doppelt so stark wie das der Erde. Das deutet normalerweise auf ein elektrisches Gerät hin, das in irgendeiner Form Energie abgibt. Wir haben beschlossen, gemeinsam mit Chuck weiter zu ermitteln. James, hilfst du mir mal? Wir suchen nach einem frischen Kadaver. Nur so können wir herausfinden, ob UFOs etwas mit den Verstümmelungen zu tun haben. Du willst eine verstümmelte Kuh finden? Ja, unbedingt. Okay, Ryder. Ich scanne die Gegend nach Spuren einer verstümmelten Kuh. Das ist ein echt praktischer Einsatzbereich für die Wärmebildkamera. Nichts zu sehen. Wenn wir tatsächlich... Der Puma weiß sicher schon, wo ihr seid. Das ist nicht lustig. Außerdem bist du ja auch hier am Fluss. Ja, aber Chuck ist bewaffnet. Ich habe was aufblitzen sehen. Hast du das gehört? Ja. Sie kommen direkt auf uns zu. Ryder, bitte komm. Chuck will dir was sagen. Nicht wegrennen. Zieht euch langsam zurück, dann tun sie euch nichts. Great. Okay, lass uns hier abhauen. Die Pumas waren viel zu gefährlich. Wir mussten die Suche abbrechen. Manche Einwohner von Colorado glauben, dass UFOs hier nicht nur Vieh, sondern auch Menschen entführen. Wir treffen uns mit einem Mann, der behauptet, schon mehrmals von Aliens entführt worden zu sein. Angeblich konnte er einen der Entführer sogar filmen. Stan Romanek sagt, dass er dieses Video in seinem Haus aufgenommen hat. Er und auch andere halten das Wesen vor seinem Fenster für einen Außerirdischen. Am Boden. Er hat ein Alien gefilmt? Er behauptet es zumindest. Macht er Geld mit dem Video? Nein. Er hat also kein finanzielles Motiv. Nein.
So ein Video ist teuer und aufwendig. Als ich den Film sah, dachte ich, für wie blöd haltet ihr mich? Doch ich bin bereit, mehr zu hören. Ich will es nicht gleich als Unsinn abtun. Ich will ja nicht sagen, dass es wirklich ein Außerirdischer ist, aber es ist auf jeden Fall keine Maske. Es wirkt nicht wie eine Computeranimation, aber es könnte jemand sein, der eine Maske trägt. Es blinzelt aber. Ich finde, das Alien-Video sieht aus, als hätte jemand eine Maske hochgehalten und dann wieder runtergenommen. Angeblich blinzelt es ja, aber es ist schwer zu erkennen, weil die Qualität so schlecht ist. Und das Blinzeln könnte man genauso gut mit den Händen hinkriegen. Stan ist davon überzeugt, dass er schon mehrere UFOs gesehen hat. Er behauptet sogar, dass Außerirdische schon mehrfach in sein Haus kamen, um ihn zu... First contact. Der erste Kontakt. Zumindest ist die Strahlung auf einem normalen Niveau. Ist da gerade eine Straßenlaterne ausgegangen? James the Rider. James and Rider, bitte komm. Go ahead, James. Was gibt's? Dan ist nicht erreichbar. Wenn du in 5 Minuten nichts von ihm hörst, gehen wir ihn suchen. Wo ist Ben? Er ist in die andere Richtung gegangen. Ryder, bitte komm. Was gibt's? Ihr habt das Gartentor doch weit offen gelassen, oder? Jetzt ist es zu. Wer war das? Wir waren es nicht. Notier die Timecodes, damit wir es nachher analysieren können. Und nimm auf jeden Fall weiter auf. Das glaube ich einfach nicht. Das darf nicht wahr sein. Ryder? Ryder! Ryder! Was gibt's? Ich glaube, jemand will mich verarschen. Was ist denn da los bei dir? Gehen wir lieber zurück. James, bitte komm. James, hörst du mich? Was ist los, James? Verdammt, da stand eben ein Alien vorm Fenster. Vor einer Sekunde. Es muss draußen im Garten sein. Ich glaub's nicht, echt? Bist du dir absolut sicher? Todsicher. War es vielleicht eine Katze? Hat der Wind was vorbeigeweht? Ryder, ich weiß, was ich gesehen habe. Einige fragen sich vielleicht, was ich hier mache. Das Ziel ist nicht, James zu erschrecken oder mich über Stan lustig zu machen. Ich will nur testen, wie eine Maske... Jetzt ist es zu. Wer war das? Wir waren es nicht. Notier die Timecodes, damit wir es nachher analysieren können. Und nimm auf jeden Fall weiter auf. Das glaube ich einfach nicht. Das darf nicht wahr sein. Ryder? Ryder! Ryder! Was gibt's? Ich glaube, jemand will mich verarschen. Was ist denn da los bei dir?
Gehen wir lieber zurück. James, bitte komm. James? James, James. James, hörst du mich? Was ist los, James? Verdammt, da stand eben ein Alien vorm Fenster. Vor einer Sekunde. Es muss draußen im Garten sein. Ich glaub's nicht, echt? Are you sure? Bist du dir absolut sicher? Todsicher. War es vielleicht eine Katze? Hat der Wind was vorbeigeweht? Ryder, ich weiß, was ich gesehen habe. Einige fragen sich vielleicht, was ich hier mache. Das Ziel ist nicht, James zu erschrecken oder mich über Stan lustig zu machen. Ich will nur testen, wie eine Maske im Video aussieht. On camera. Ganz ruhig, ich war's. Oh Mann. Ich habe dich bis draußen schreien gehört. Echt? Ja. Ich dachte, ich hätte einen Alien gesehen. Ich war mir aber nicht ganz sicher. Deshalb habe ich dich hergerufen. Wir sind beide Skeptiker. Du vielleicht etwas weniger als ich. Aber in einer Situation wie dieser hat man nicht viel Zeit zum Überlegen. Die Maske hat gereicht, um dich zu schockieren. Mal ehrlich, du siehst echt aus wie ein Alien. Auf den ersten Blick sah Bens kleiner Test so aus wie die Figur in Stans Video. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Als wir aus der Umgebung von Salida zurückkamen, sichteten wir unser Beweismaterial. Schauen wir uns das Material aus Colorado an. So, guys. Aus wirklich irgendwas passiert ist. Stan, schau mal. What the hell is that? Was ist das? Sicher kein Flugzeug. Was soll es denn sonst sein? Es ist zu groß und scheibenförmig. Hey, Ryder, hier ist James. Ja, Kapitän. Hast du was gesehen? Ja, jetzt passiert es wieder. Die Kamera, die nach Süden zeigt, flimmert. Dort hat Angela vor 4 Monaten ein Wesen gesichtet. Jetzt flackert das Bild und verschwindet immer wieder. So fängt es immer an. Stan sagt, dass es so anfängt. Das passiert immer, wenn sie kommen. Sie beeinflussen den Strom und alle elektrischen Geräte. Das ist angeblich typisch. Wenn sie kommen, wirkt sich das auf alle elektronischen Geräte aus. Okay, everyone. Alle in Alarmbereitschaft. Stan hat sowas schon oft erlebt. Er glaubt, dass sie hier sind. Verstanden. James und Ben, bitte kommen. That's where Stan thinks all the action is. Stan denkt, dass das Sternbild des Orion bewohnt ist. Sure be nice if one of these. Es wäre schon cool, wenn eines dieser Viecher auftauchen würde. Well, first contact. Der erste Kontakt. Zumindest ist die Strahlung auf einem normalen Niveau. Ist da gerade eine Straßenlaterne ausgegangen? James und Ryder, bitte komm. Was gibt's? Ben ist nicht erreichbar. Wenn du in 5 Minuten nichts von ihm hörst, gehen wir ihn suchen. Wo ist Ben?
Er ist in die andere Richtung gegangen.